Herzlich willkommen in meinem Herzenwerk Orakel Hestia Roswitha und ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Ich begrüße euch zu einer Wochenendlegung. Ja, ich bin noch etwas in den Umzug eingebunden und zieht sich noch ein bisschen hin, aber ich denke, ich hoffe, dass nächste Woche wieder alles ganz normal läuft und rund läuft. Und möchte euch aber trotzdem ein Wochenendorakel reingeben. Und wir schauen mal für dich, was kommt am Wochenende auf dich zu? Welche Energie steht dir zur Verfügung? Was erwartet dich persönlich und auch in der Liebe? Und das schauen wir mit dem Mondnacht-Lenormand von Patrick Schenner. Und es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, es kann nicht auf jeden zutreffen, der hier zuschaut. Fühl dich da rein und schau, ob es irgendwie stimmig ist oder nicht. Und nimm es so an oder nimm dir, was du möchtest, als Impuls mit. Und ansonsten, ja, genieß es und sieh es als Unterhaltung. Ja, welche Energie kommt denn am Wochenende auf dich zu? Ganz allgemein. Da haben wir schon die Sense. Okay, dann haben wir die Maske. Und die Wege. Ja, die Sense ist ja eine Karte, da geht etwas plötzlich. Das ist auch eine Erntekarte. Es steht auch manchmal für Verletzungen. Aber in diesem Fall steckt die Sense so in die Maske. Also da fallen Masken. Es werden sich neue Wege eröffnen. Vielleicht geht es auch um Entscheidungen, indem plötzlich Masken fallen, wird jemandem etwas klar, welchen Weg er gehen darf oder auch nicht. Ist er noch auf dem richtigen Weg? Du musst für dich schauen, bist du das oder trifft es auf jemanden zu, den du kennst, auf den du schaust? Das kann ziemlich plötzlich sein, also anscheinend fallen hier Masken oder jemand wird entlarvt. Etwas wird ersichtlich. Mit der Maske, da schaut man ja immer nicht so hin oder verbirgt etwas. Vielleicht verbirgt jemand vor dir etwas oder du vor jemandem. Und indem diese Maske da runtergerissen wird oder ja eben zerstört wird, ergeben sich Möglichkeiten, neue Wege. Es gibt eine neue Situation und diese neue Situation, die zieht Entscheidungen nach sich. Denn plötzlich wird etwas klar, was vorher nicht so klar war, was vorher ungesehen war, was verborgen war. Und die Lage ändert sich. Und dann entscheidet man sich. Links oder rechts. Hü oder hot. Ja, schauen wir mal weiter. Was bedeutet es für dich persönlich? Worum geht's da? So, als erstes haben wir die Störche. Da geht es um Veränderung, eine Wandlung, ein Aufbruch, neue Ziele mit Leichtigkeit. Also in ein Umdenken findet statt. Ja, und es hat mit einer Herzensangelegenheit zu tun oder mit der Liebe, vielleicht mit einer Beziehung. Ja, mit dem Schlüssel, da kommt mit Sicherheit eine positive Veränderung. In einer Herzensangelegenheit. Es muss jetzt nicht eine Beziehung oder eine Liebe oder einen Wunschpartner betreffen. Das kann irgendetwas sein, was dir eben sehr viel bedeutet, sehr am Herzen liegt und da wird sich etwas öffnen. Neue Wege werden sich öffnen und das mit Sicherheit und das wird auch erfolgreich sein. Also du kommst auf jeden Fall durch diesen Maskenfall, kommst du auf deinem Weg weiter in deinem Prozess, in einer mit einer Entscheidung, in einer Situation, die dir wichtig ist, mit jemandem oder, ja, also wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung. Es kann auf vieles zutreffend sein. Da kommst du entscheidend weiter. Dir wird plötzlich etwas klar. Vielleicht hast du vor dir auch selbst lange etwas verborgen. Wahrheiten. Eigentlich ist dir manches vielleicht schon lange klar, aber du willst es nicht sehen. Du wolltest es nicht sehen. Und plötzlich, da
gibt einen Impuls, ein Zeichen und plötzlich weißt du, okay, so wie es jetzt ist, kann ich nicht weitermachen. Ich muss mich entscheiden, ich möchte mich entscheiden. Also müssen tun wir natürlich gar nichts, aber und da geht es einfach weiter auf deinem Weg, auf deinem Lebensweg. Und das wird gut, denn mit den Störchen, da ist eine positive Veränderung angezeigt. Da ist das Herz dabei. Also ja, das ist eine Entscheidung aus Liebe zu einer Herzensangelegenheit, kann auch zu einem Menschen sein, aus Liebe zu dir selbst. Du bleibst dir auf jeden Fall treu. Das mit Sicherheit und ja, da wirst du dich öffnen oder jemand öffnet sich dir, das kann natürlich auch sein. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne jetzt konkret auf die Liebe schauen. Worum geht's denn da? Jawohl, die waren gerade am Unterdeck, die Fische. Erst einmal die Sonne, dann die Eulen und als letztes fehlen die Fische und die lagen hier auf dieser Reihe schon am Unterdeck. Ich habe es euch leider nicht gezeigt, aber ja, in der Liebe, da ist das große Glück angezeigt. Die Sonne steht hier da, da ist ein bisschen Aufregung da, Nervosität, Unruhe mit den Eulen, aber auch steht für auch Kommunikation. Ja, und da sind Gefühle da auf jeden Fall. Vielleicht eröffnet jemand dir seine Gefühle. Vielleicht hat er da lange etwas verborgen und plötzlich kann er nicht mehr. Und dann geht es um Entscheidungen. Also, und du freust dich darüber, denn es ist ja etwas, was du schon lange, auf was du schon lange gewartet hast und was du dir wünschst. Ja. Wie gesagt, es muss jetzt nicht eine Person betreffen, einen Wunschpartner. Es ist einfach, kann auch eine Angelegenheit sein, die dich schon lange beschäftigt und plötzlich findest du eine Lösung. Und ja, in der Liebe kann natürlich auch in der Familie sein oder in Freundschaften, dass da plötzlich eben die Sonne wieder aufgeht, dass miteinander gesprochen wird. Ja, vielleicht geht es auch darum, mal die Dinge auszusprechen, wie sie sind, wie sie waren. Die Eulen gefallen mir besonders gut, denn die eine guckt so rüber und als ob sie sagen würde, was ist mit dir los? Ja. Ja, mit den Fischen, da darf es wieder in Fluss kommen. Die Gefühle dürfen fließen, da geht es auch um Vertiefung. Und ja, da darf alles in Fluss kommen. Also es kann ja sein, dass da plötzlich Gefühle offenbart werden, plötzlich befindest du dich in einer Liebesbeziehung. Ja, und es kann natürlich sein, dass dir das auch Angst macht mit dem Mond am Unterdeck. Damit hast du vielleicht nicht gerechnet. Da geht es um Emotionen, Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte, ja, aber eben auch Ängste. Also, das wird ja ein spannendes Wochenende, meine Lieben. Und aber insgesamt, ja, ich habe ja gesagt, alles neu macht der Mai. Also genießt es, habt ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao, ciao.